So, hallihallo meine Lieben. Ja, es ist wieder soweit. Es ist wieder Übungsdienst. Und wie ihr wisst, diese Woche wieder im Wechsel ist wieder die Online-Beistellstube am Start. Ja, heute mal ein anderer Einstieg. Ihr seht es schon, worum es heute geht. Ich habe ein bisschen umdekoriert. Das fällt sicherlich auf. Und heutiges Thema zum Beistellen ist eine Feuerwehrlaterne. Ihr seht sie, in der Mitte leuchtet sie schon. Ich denke, so als Einstieg kann man da mal diesen Effekt richtig gut zeigen, wie die nachher aussieht, wenn diese Laterne im Einsatz ist. Okay, nichtsdestotrotz machen wir jetzt aber trotzdem erstmal Licht an, damit man auch was sieht. So, ich komme jetzt mal diesmal von der anderen Seite. So, genau. So, also hallihallo nochmal. Und herzlich willkommen zur Online-Beistellstube. Ja, wie gesagt, ich sagte es zur Einleitung schon mal, wir basteln heute eine Feuerwehrlaterne. Das, denke ich mal, ist eine ganz witzige Sache, weil man kann diese Sachen kaufen, aber warum kaufen, wenn man es selber bauen kann? Weil wir Feuerwehrleute sind ja kreativ und deswegen bauen wir unsere Sachen selber. Ja, das Ergebnis seht ihr hier schon. Wie machen wir das jetzt? Als allererstes, es gibt bei uns Neuerungen. Das seht ihr schon, einmal hier ein bisschen Deko verändert und es gibt Veränderungen, und zwar wie ihr an diese Vorlagen kommt. Ihr wisst ja, wie ihr uns besuchen müsst. Und zwar, ihr geht wieder ganz einfach zu Facebook. Bei Facebook findet ihr diesen Link zu diesem Video, und zwar unter unserer Facebook-Seite Jugendfeuerwehr Hammenstedt. Und jetzt aufpassen, jetzt gibt es was Neues. Und zwar diese Vorlagen gibt es jetzt zum Download auf unserer Homepage. Dort gebt ihr bitte ein www.feuerwehr-hammenstedt.de. Das steht auch nochmal dann unten in der Videobeschreibung drin. Dort findet ihr einen Download-Bereich und da geht ihr unter Übungsdienst online und findet dort sämtliche Bastelanleitungen, die wir bisher in unserer Online-Bastelstube fabriziert haben. Ja, dort sind alle drin, natürlich auch unser neuestes Projekt, die Feuerwehrlaterne. Okay, gut. So, haben wir das geklärt, das ist neu. Wie machen wir das jetzt? Als allererstes, ganz klar, ihr braucht die Vorlagen. So sehen sie aus. Ja. Seite, Vorderseite, Rückseite und die andere Seite. So, ihr seht in den Vorlagen, seht ihr, wenn ihr die ausgeschnitten habt, seht ihr hier, es steht auch dran, die Faltkanten. Diese Faltkanten faltet ihr quasi um 90 Grad, also im rechten Winkel, einmal rum, sodass wir letztendlich so ein Viereck hinbekommen und das Auto soweit fertig ist. Dann klebt ihr an den Faltkanten mit einem Klebestift, macht ihr ein bisschen Kleber drauf und klebt dann Rückseite und die Vorderseite an diese Faltkanten. Dann sieht das Ding so aus. Gut. Wenn ihr das gemacht habt, ist dieses ganze Ding natürlich ein bisschen instabil. Um jetzt hier Stabilität reinzukriegen, braucht ihr was? Genau, richtig. Lieblingswerkstoff Pappe. Denn wir brauchen jetzt erstmal einen Boden, dass wir das Ding auch hinstellen können. Und wir brauchen auch hier oben einen Deckel. Ich zeige euch das mal kurz. Nehmen wir hier die Lampe raus. So, also das heißt, wir brauchen einen Boden und wir brauchen hier oben eine Decke. Der Boden ist natürlich zu, ganz klar. Und der Deckel hier oben ist offen, hat ein Loch drin, dass wir natürlich auch diesen Laternenstab dort reintun können. Diese Laternenstäbe, die gibt es recht günstig im Einzelhandel zu kaufen. Die haben heute
fast alle eine LED-Lampe vorne dran, die schon relativ hell ist. Natürlich kann man auch einen anderen Laternenschlauch nehmen, der eine herkömmliche Glühlampe vorne drin hat. Okay, und jetzt komme ich zu einer Besonderheit. Ihr wisst sicherlich alle oder ihr kennt das Phänomen, wenn man so eine Laterne hat und man hat diesen Laternenstaub hier drin, dann ist folgendes Phänomen. Dann ist es hier ein bisschen heller, hier ist es dunkler. Hier hinten sieht man gar nichts. Warum ist das so? Ja, weil das Licht sich gar nicht so richtig verteilen kann hier drin. Und deshalb machen wir uns jetzt einen kleinen Trick. Und zwar, ihr braucht Silberpapier. Dieses Silberpapier klebt ihr bitte auf den Boden. Das sieht dann so aus. Das macht ihr mit einem Klebestift. Das hält wunderbar. Also das heißt, Boden ausschneiden aus der Pappe und dann mit Silberpapier bekleben. Dann sollte das Ganze am Ende so aussehen, wie so ein kleiner Spiegel. Passt bitte auf, Silberpapier hat zwei Seiten. Einmal eine matte und eine etwas glänzendere. Die glänzt, die klebt ihr bitte nach oben. Also so, dass ihr euch quasi fest drin spiegeln könnt. Warum machen wir das? Weil wir machen uns jetzt hier einen Effekt zunutze, und zwar die Reflexion. Wir können mit diesem Silberpapier, können wir uns quasi dieses Licht hier drin etwas verstärken und besser verteilen. Somit leuchtet diese Laterne gleichmäßig. Das habt ihr in der Einleitung schon gesehen. Na, hier sind also keine großherrlichen Schatten drin, sondern die leuchtet gleichmäßig. Finde ich, ist ein recht cooler Effekt. Ja? Weil kommt auch richtig gut rüber, gerade auch für die Schriftzüge hier oben. Okay, so. Ihr habt also quasi dieses Fahrzeug jetzt einmal beklebt, dass das so ein Viereck ist. Und dann klebt ihr den Boden rein. Also quasi das. Wie macht ihr das? Wenn ihr den ausgeschnitten habt, geklebt habt, stellt ihr euch den hier unten rein und ihr könnt dann immer hier oben leicht anlupfen und hier mit einer Heißklebepistole, geht am schnellsten, ein paar Klebepunkte hinmachen und dann einfach randrücken. Dann habt ihr hier unten schon mal Stabilität drin und das Ding steht schon mal. Und das gleiche macht ihr auch mit dem Dach oder mit dem Deckel. Die Maße für den Boden und für den Deckel sind natürlich ganz klar in den Vorlagen mit drin. Einfach ablesen und auf Pappe übertragen, ausschneiden, bekleben und dann in die Laterne reinkleben. Gut, wenn ihr das gemacht habt, dann sieht dieses ganze Ding schon mal so aus und es ist schon relativ stabil. Jetzt muss man natürlich dieses Ding auch irgendwo einhängen können. So, und deshalb braucht ihr Bindfaden, Angelsehne geht auch, es geht auch Bindetrott zum Beispiel, funktioniert. Wie macht ihr das? Ihr macht in diesen Deckel hier oben jeweils in die Ecken Löcher rein. Das könnt ihr mit der Schere machen, und das kann man auch mit dem Schraubendreher machen. Bitte vorsichtig beim Durchstechen, nicht in die Finger stechen, nicht dass ihr euch verletzt. Oder ihr macht es vorher, bevor ihr den Deckel reinklebt, auf einer festen Unterlage, macht ihr euch vier Löcher rein. In diese vier Löcher macht ihr dann diesen Bindfaden. Ja, dann könnt ihr euch dann hier durchfädeln, knotet ihn fest und habt dann letztendlich hier oben was zum Tragen, wo ihr nachher diesen Laternenstaub einhängen könnt. Ja? Wie lang das sein muss, müsst ihr euch mal ausmessen, indem ihr ganz einfach den Laternenstaub hier mal reinhaltet, bis das Lämpchen unten auf dem Boden aufliegt. Und dann habt ihr ungefähr die Länge, die ihr von eurem Bindfaden, sage ich jetzt mal, abschneiden könnt, sodass am Ende, wenn ihr die hochhebt, das Fahrzeug dann auch gerade steht.
Okay. Wie es aussieht, habt ihr in der Einladung schon gesehen. Ich denke, das ist mal eine ganz witzige Idee, sowas mal nachzubasteln. Warum? Weil, jetzt überlegt mal, wenn so ein Laternenumzug oder Lampionumzug ist und wir als Feuerwehr ja meistens auch dabei sind zur Absicherung, kann man natürlich auch mal mitlaufen mit einer eigenen Laterne. Finde ich, ist eine richtig gute Geschichte, kommt cool rüber und hat auch irgendwo ein bisschen Stil. Jetzt ist es so, manche sagen jetzt, ja okay, die benutze ich vielleicht ein, zweimal im Jahr. Nein, unsere Laterne nicht. Warum nicht? Weil wir haben in unserer Laterne einen festen Boden drin. Und diesen Boden kann man nutzen. Und zwar, stellt euch mal vor, ich nehme jetzt mal diesen Laternenstab hier mal weg. Für was könnte man denn das jetzt noch nutzen? Genau, richtig. Als Windlicht zum Beispiel. Ihr kennt doch sicherlich alle diese Teelichter. Und diese Teelichter, die gibt es heutzutage auch schon mit einer LED-Flamme. Da muss man gar nichts mehr anzünden und hat dann eine offene Flamme. Weil Papier und offenes Feuer, wisst ihr selber, das ist nicht immer gerade so günstig. Und deshalb kann man das auch noch als Windlicht benutzen. Ich habe euch mal hier, allerdings hier mal offenes Feuer, deswegen steht das geschützt in einem Glas drin, mal so ein Teelicht. Ja, das kann man hier reinstellen und man hat auch hier einen recht coolen Effekt für einen Geburtstag, für eine kleine Party, für ein Feuerwehrfest, für das Zeltlager, für die Tische. Denke ich, ist eine richtig gute, coole Idee. Und wenn ihr dann mehrere Fahrzeuge davon stehen habt, dann garantiere ich euch, kommt das richtig gut rüber. Okay, also ihr seht schon, diese Laterne kann man für mehrere Sachen nutzen. Gut, das soll es auch schon wieder gewesen sein in der heutigen Bastelstunde. Ich denke, diese Sachen erklären sich von selbst, wie man das macht. Das Ergebnis seht ihr hier. Vorlage zum Download, wie gesagt, auf unserer Homepage, steht auch noch mal unten in der Videobeschreibung genau drin. Natürlich würden wir uns auch wieder freuen, wenn wir auch von diesem Bastelprojekt Nachahmer finden können, die uns auch mal ein paar Bilder schicken, wie es am Ende aussieht. Vielleicht auch mal im Einsatz bei einem Lampionumzug oder bei einer Feier, würden wir uns natürlich sehr drüber freuen. Gut, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Online-Bastelstube. Macht's gut!